Guten Morgen und willkommen zu meinem ersten Let's Show Minecraft. Ja, jetzt erzähle ich erstmal, was für Modifikationen ich bei meinem Spiel habe. Ich spiele mit den Shadern, ich habe den Timber Mod, ich habe den Enchanting Plus Mod, weil mir das einfach zu teuer ist mit den Diamanten. Ich habe den Mod, dass man das Papier wie früher machen kann. Und natürlich habe ich Optifine drauf. Logisch, wegen den Shadern auch. Ja, ich spiele im Überlebensmodus. Ich habe kein Too Many Items. Das bedeutet, irgendwelche hohen Gebäude und so muss ich immer Gerüste bauen. Also ist immer eine ganz schöne Action. Ja, und dann fange ich doch mal an und zeige euch doch mal meine Welt. Wie man hier sieht, war hier mein Spawnpunkt. Und ja, dann fangen wir doch mal an. Hier eine schöne Bergwelt. Da oben könnte man eigentlich einen Wolkenpalast machen. Ja, apropos. Ja, die Map baue ich auf. Also ich habe es vor zumindest. Interpretationen von Let's Playern, die ich gerne schaue. Natürlich, mein absoluter Favorit ist der Gronkh, wie soll das anders sein? Ja, und hier, die Karte habe ich mir rausgesucht. Das war ein Seed, direkt neben einem Dorf. Und ist auch sonst ansonsten sehr schön, Mischwald, Urwald, alles außenrum. Ja, am Anfang bin ich erstmal hier ins Dorf rein und habe mir erstmal eine Hütte gekapert. Ein Bett reingebaut, Kisten, da ist jetzt gar nichts drin. Ein Ofen, eine Werkbank. Hier draußen war ein Wald vorher, den habe ich komplett abgeholzt. Einen Baum habe ich dann wieder hingepflanzt. Ja, mit kleinem Vorgarten. Da hinten war meine allererste Höhle. Ja. Genau. Und da hat alles angefangen. Inzwischen bin ich natürlich schon ein bisschen weiter. Hier oben steht schon der Amboss. Stilecht in der Schmiede natürlich. Hier ist die Kirche oder Rathaus, was auch immer das darstellen soll. Ja. Und dann kommen wir zum ersten Bauwerk. Die Mühle. Die Gronkh-Gedächtnismühle. Ja, alles Interpretationen von mir natürlich. Ich baue das alles nach auf meine Art und Weise. Aus dem Gedächtnis. Ja, dann haben wir hier natürlich das berühmte Lagerhaus. Lagerhaus. Ja, hier ist meine Ramschkiste. Hier habe ich Wolle drin. Da ist noch überall noch gar nichts. So viel Zeug habe ich noch nicht. Hier kommt alles, was mit Holz zu tun hat, rein. Hier oben ist Sand und Glas. Warum ich da Obsidian drin habe, keine Ahnung. Auch egal. Hier sind Steine. Da oben ist Erde. Muss ich inzwischen hier drüben weitermachen. Dann haben wir hier Werkzeuge. Pflanzen und Essen. Das geht inzwischen auch da oben weiter. Und hier haben wir den Schatz. Ha, Diamanten. Juhu. Und Eisen. Und wie man sieht, bin ich schon sehr viel in Minen unterwegs gewesen. Da habe ich mir mal ein paar Abende in Minen vertrieben. Hier ist Redstone drin. Damit ich dann auch mal hier längere Zeit bauen kann, ohne ab und zu mal wieder in eine Mine reingehen zu müssen. Dann mache ich das lieber immer in einem Aufwasch. Ich habe so viele Diamanten, weil ich habe mir hier diese Diamantspitzhacke verzaubert. Die sind auch inzwischen alle verzaubert, damit die natürlich länger halten. Das ist auch immer nervig, wenn die kaputt gehen. Genau, hier unten ist mein Verzauberungsraum.
Für die Bücherregale, da habe ich mir den Timber-Mod geholt, weil da muss man ja sündhaft viele Kühe töten. Da habe ich auch keine Lust drauf gehabt. Ja, hier ist natürlich die Allee. Und hier drüben haben wir den Randgruppen-Gedenkbrunnen. Wer den Gronkh schaut, der weiß jetzt genau, was ich meine. Hast du was gegen? Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Serdar Somuncu. Das ist ein Stand-up-Comedian. Der hat es gesagt. Ey, du Kartoffel. Erstmal mich selber in Schmutz ziehen. Schreibt's in die Kommentare. Ja, und dann hier drüben. Der letzte Alpha-Baum. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Wie wahr? So schaut's aus. Denkt mal drüber nach. Ja, da hinten geht die Allee noch ewig weiter. Da habe ich vor, dann ganz am Ende, wie der Gronkh in den Berg hier, eine Bergwohnung reinzubauen. Vielleicht würde es sogar dann mein nächstes Projekt hier auf der Karte. Und jetzt zeige ich euch natürlich erstmal das Wichtigste. Und zwar das Bauernhaus. Das war das erste, was ich gebaut habe. Hier sind meine Felder. Melonen, Melonen, Melonen. Kakao. Und Kürbisse. Und ich habe gleich am Anfang da noch ein Silo hingebaut. Da werde ich noch ein kleineres daneben bauen, weil das schaut jetzt irgendwie ein bisschen komisch noch aus. Aber das kommt ja alles noch. Ja, dann geht's hier weiter. Da sind meine Kühe, meine Schafsweide, die Schweinchen. Und hier sind meine Hühner. Da hatte ich auch mal am Anfang so diese Hühnerfarm, die automatische mit den Wasserbecken vom Gronkh, aber das ging mir so auf die Nerven, das Gegacker, und es hat dann alle anderen Geräusche verschluckt. Da habe ich es irgendwann weggerissen. Das hat mich einfach genervt. Ja, hier ist das Bauernhaus. Da war ich am Anfang sehr lange, bin ich hier rumgehuscht. Hier war das Essen drin. Die Küche. Da höre ich dich schon wieder, so ein Gast. Ich komme nie da immer nur rein. Hier ist das Wohnzimmer. Dann hier mein Bett. Und wie man schon hört, das habe ich leider ein bisschen zu nah dran gebaut, ist unten im Keller ein Portal, und irgendwie kommen da immer Viecher durch. Das gibt's doch gar nicht. Ist das normal? Sag mal. Halt die Fresse! Ja, auf der anderen Seite ist einfach nur so ein kleiner Raum mit ein paar Truhen und Eisengittertür, die man mit dem Knopf aufmachen kann.
Da habe ich noch nicht sehr viel gemacht. Ich habe nur Lightstone gesammelt. Hier oben waren meine ganzen Kisten gestanden am Anfang. Die habe ich jetzt erstmal weggerissen. Da muss ich mir noch überlegen, was ich hier noch reinbaue. Vielleicht eine Sauna. Das schaut nach Sauna aus hier. Auf dem Dach. Ne, ist eigentlich immer im Keller, aber naja. Kann man ja auch mal machen. Und da wird es auch schon Nacht. Ja. Da hinten ist das automatische Feld. Habe ich im kleinen Maßstab nachgebaut. Übrigens eine saugeniale Idee, die er da hatte. Da hinten will ich einen Dschungel bauen. Da sind noch irgendwie viele Bäume, die wollen einfach nicht wachsen, warum auch immer. Ja, hier das Feld ist gerade weg, weil ich hatte vorhin schon mal eine Aufnahme gestartet. Und da war das Mikrofon auf Mute geschaltet. Na, sauber. Ja, normalerweise kommt dann hier unten das ganze Zeug an. Hier. Und hier hatte ich dann die Anbindung für die Eier. Ja, wie gesagt, das habe ich weggebaut. Und Eier braucht man ja sowieso irgendwie für gar nichts. Außer neue Hühner zu machen. Ja, da hinten. Da habe ich dann noch ein Weizenfeld. Hier. Ja, leider habe ich das irgendwie noch nicht zum Laufen gebracht mit den Shadern, dass das Gras und der Weizen sich wiegt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Irgendwann finde ich schon noch raus. Hier sind meine Karotten. Kartoffeln. Da drüben Zuckerrohr. Ja, und jetzt gehen wir doch mal aufs Silo rauf. Da kann ich euch dann mal zeigen, alles von oben. Ach, der Sternenhimmel. Wunderbar. Schön, schön. So, einmal außen rum hier. Spinni! Ja, da drin ist natürlich nicht sehr schön ausgebaut, aber das ist ja eigentlich auch ein Silo, da hat man ja eigentlich gar nichts drin verloren. Ich glaube, da würde man ersticken an den Gasen oder so. Ich weiß ja gar nicht, wie das genau ist in Silos, aber ich glaube, da würde man ersticken. Aber wir sind ja Super Minecraft. Uns passiert hier nichts. So. Da hinten ist Dschungel. Hier bin ich auch schon in irgendwelchen Höhlen zugange gewesen. Da hinten ist Fichtenwald, oder? Nee, das ist kein Fichtenwald. Habe ich mich getäuscht. Mischwald wahrscheinlich. Ja, hier sind Berge. Oh, da hinten leuchtet auch irgendein Licht. Da war ich vielleicht auch schon. Aber ich war schon viel hier unterwegs. Wie gesagt, ich habe schon einige Minen gemacht. Hier bin ich gerade dabei, den Berg hier abzutragen. Weil hier soll ja, wie gesagt, die Bergwohnung rein. Hier oben hatte ich am Anfang vor, sowas wie einen Wolkenpalazzo zu bauen, aber den reißt er ja gerade ab, dann macht es ja überhaupt gar keinen Sinn mehr eigentlich. Obwohl, man könnte ihn ja als Andenken trotzdem hinbauen. Naja, mal schauen. Hier ist wieder Dschungel. Hier habe ich schon alles glatt gemacht, damit man hier weiterbauen kann. Allee und irgendwelche Gebäude. Ja, und dann sieht man von hier oben das Dorf. Habe ich schön beleuchtet, auch alles von innen drin. Ja, Lagerhaus, Mühle, Felder, Bauernhaus. Den Wald hier, den habe ich komplett angepflanzt. Der war gar nicht da. Damit das Bauernhaus da schön drin steht. Ja, da hinten sieht man auch, dass ich zugange war. Da ist die Eiswelt. Geht da los. Warum lädt denn das da hinten nicht? Komisch. Hm. Merkwürdig, normalerweise lädt er viel weiter. Aber ist ja wurscht. So, dann gehen wir mal wieder hier runter. Dann zeige ich euch nochmal was Cooles, was ich erst vor kurzem gerade erst entdeckt habe.
Wenn man da hinten lang geht, muss ich bloß ein bisschen aufpassen, dass mich wieder ein Creeper anfällt, weil irgendwie schaffe ich die immer nicht. Die hauen mir, sprengen mir immer irgendwelche Löcher rein. Obwohl ich Diamantenschwert habe, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen schärfer machen oder so. Ja, hier hinten. Ah, da ist er. Oh. Ja, wie es gesagt. Scheiß Creeper. Die Türken. Jetzt habe ich da ein Loch im Boden. Oh, mein Baum ist weg. Ach Mann. Scheiße. Naja. Muss ich halt wieder zubauen. Wenn die Sledge-Show vorbei ist. Aber ich hab's euch ja gesagt. Mit Creepern bin ich irgendwie auf Kriegsfuß. Ja, da geht's hier rein. Da habe ich immer Stein abgebaut, wie man hier sieht. Da könnte man eigentlich auch mal was Schönes draus machen. Da hinten. Da geht's nicht mehr weiter. Da ist es zu Ende. Aber hier hinten geht's rauf. Und dann geht's wieder raus. Also keine sehr große Höhle. Aber da dahinter habe ich eine Höhle entdeckt. Und zwar... Scheiße. Lass mich doch mal hier reden. Mann. Ruhe. Hier unten, das schaut ganz unscheinbar aus, aber da geht's rein. Und das sind drei Schluchten, ewig verzweigte Höhlensysteme. Also ich glaube, der Gronkh würde wieder mal verzweifeln. Ich bin auch schon ein paar Mal verzweifelt da drin, nicht mehr rausgekommen. Ich halte es ja wieder Gronkh, ich buddel mich nicht raus und da wird man schon echt wahnsinnig. Ein schöner See. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, haha, das ist da hinten. Ist auch cool, dass es jetzt gerade Nacht ist, da sieht man es besser. Oh, wo ist denn... Ah, geht halt weg. Menschenskinder. Na, können wir ein bisschen Level sammeln. Hier unten sieht man schon. Ha! Und da habe ich vor, ein eigenes Projekt zu starten. So ein bisschen so... Oh! Ender. Ein eigenes Projekt zu starten. Wie so eine Zwergenstadt in der Schlucht oder so. Ja, wo kommt er raus? Kommt er überhaupt? Ah, da ist er. Eieiei, da kann man nicht mal in Ruhe hier aufnehmen. Boah, schaut das cool aus. Also die Shader sind schon echt cool. Ja, apropos Shader, ich spiele, wie man sieht, mit dem Minecraft von der Honeyball. Schöne Grüße, danke für das tolle Texture Pack. Ich spiele mit nichts anderem von Anfang an. Also ich finde das echt am coolsten. Ja, auch schöne Grüße an die Schmunzelfee. Schöne Grüße an alle von Let's Play Together. Saraza, Dresh Tasmani und alle anderen auch. Und wie gesagt, ich habe natürlich jetzt hier angefangen mit dem Gronkh seinen Bauten. Die anderen Let's Plays habe ich noch nicht so geschaut. Es gibt noch den Rothermoon, aber der macht ja irgendwie dieses komische Tagget. Da kann ich schlecht irgendwas nachbauen. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja irgendwelche Gebäude von ihm mal nachbauen. Interpretieren auf meine Art und Weise, dann erkennt man die vielleicht auch. Aber jetzt habe ich natürlich erstmal hier die Gronkh-Geschichte angefangen. Muss auch ein bisschen mehr von den anderen Let's Player noch schauen. Ich war jetzt ewig beschäftigt damit, von der ersten Folge dem Gronkh zu schauen. Und habe es jetzt endlich geschafft, zu seinen aktuellen Folgen zu kommen. Setzen wir uns mal dahin. Ach ja. Ja. Und ich habe jetzt vor, immer mal wieder ein Let's Show von meiner Welt zu machen. Immer nach so ein paar Fortschritten, sage ich mal. Das kann einen Monat dauern, das kann zwei Wochen dauern. Ich habe mal versucht, ein Let's Play zu machen, Überlebens-Let's Play.
Ja, manchmal fällt mir da nichts ein und vor allen Dingen baut man dann nur Käse, wenn man am Reden ist, weil man sich nicht gescheit aufs Spiel konzentrieren kann. Ja, deswegen habe ich das erstmal aufgegeben. Cool wäre es mal, ein Let's Play Together zu machen mit irgendjemandem, aber dazu müsste man natürlich jemanden finden, wo die Chemie passt, wo es lustig ist, wo nicht allzu jung ist, weil ich habe auch schon ein fortgeschritteneres Alter. Ja, dann sage ich mit dem schönen Sonnenaufgang auf Wiedersehen, bis zum nächsten Let's Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!